Heute möchte ich dir diese Stirnband zeigen. Eine ganz einfache Art zu stricken, auch wenn es vielleicht ein bisschen kompliziert aussieht, geht aber total easy, hält super warm, sitzt wirklich klasse am Kopf und wir machen es in allen möglichen Größen. Das kann man dann anpassen selber, wie man es braucht, ob für Kind, Jugendliche, Dame. Und wirklich einfach gemacht, schnell gemacht, schön mit dicker Wolle gestrickt. Und so einfach geht das. So, also wir haben jetzt eine Wolle. Müsst ihr gucken, auf der Banderole steht dann die Stärke von den Nadeln. Und es ist wirklich ganz gut, wenn ihr schöne dicke nehmt, die ist warm. Und es ist für den Winter wirklich zu empfehlen. Das ist jetzt eine Wolle für eine 6,5er Nadel. Also nehmt eine zwischen 6 und 7, wenn es geht. 100 Gramm. 100 Gramm sind 100 Meter. Und wir nehmen aber eine Nadelstärke kleiner, also eine 5,5 bis 6er, weil dann werden die Maschen ein bisschen enger und es ist einfach wärmer. So, ich habe jetzt hier noch zwei Reste, das reicht mir vollkommen erstmal. Und dann fangen wir die Maschen und es ist wichtig, die erste Reihe zusammen mit einer Hilfsnadel zu machen. Sonst wird das viel zu eng und spannend. Das ist wirklich gar nicht schön. Das macht man auch bei Pullis, Strickjacken, Handschuhen, Socken auf jeden Fall. Sonst würden die wirklich sehr, sehr pieksen und einengen. Ich fange die Maschen, wer schon öfters geguckt hat, rechts, links. Das gibt es wie so ein kleiner Perlrand. Darüber gibt es ein extra Video im Netz bei mir im Kanal. Und ich brauche jetzt 22 Maschen. Und die fange ich erstmal und dann zeige ich das ganz einfache, coole Muster. Auch andere Stirnbänder und passende Mützen findest du schon in meinem Kanal. So, Hilfsnadel rausziehen und jetzt haben wir schöne, lockere Maschen. Wichtig dabei ist, dass die letzte Masche in jeder Reihe nicht gestrickt wird, sondern abgehoben. Jetzt habe ich gerade gesehen, da war nur ein Rest, aber jetzt habe ich die Maschen gefangen, jetzt bleibt es so. Da knote ich den Faden zusammen, nachher mache ich ihn wieder auf, damit es keinen Knoten, keine Druckstelle da gibt und vernähe das ordentlich. So, Muster. Es gibt jetzt zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links, weil meine Tochter hat sich ein Stirnband gewünscht mit wenig Muster. Die andere wollte, hatte ich schon gezeigt, ein Stirnband mit einem ganz coolen Zopfmuster. Ganz einfach gemacht, sieht aber super toll aus. Gerade beim Stirnband. Passende Mütze ist da und ein ganz tollen passender Rapunzelschal, wo dann der Zopf geknotet oder geschlungen wird. Und da hat man so eine ganz tolle Ausführung, sogar ein ganz tolles Strickkleid habe ich drin, schulterfreies Strickkleid. Vielleicht interessiert das ja auch. So, und passende Home-Deko-Kissen, auch gestrickt mit Zopf, ohne Zopf, mit Muster, ohne Muster. So, und jetzt ist wichtig, wir haben die letzte Masche. Dann einfach den Faden nach vorne gelegt, Masche abheben, nicht stricken, nicht in einer Reihe. Warum? Es wird einfach zu weit, es wellert sich. Die erste wird natürlich immer gestrickt, das gilt nur für die letzte in der Reihe. So, was vorne rechts ist, wird auf der Rückseite links und umgedreht. Und jetzt stricken wir erstmal 10 cm in diesem Muster und dann gucken wir es uns erstmal an. Ich sage jetzt extra keine Reihenzahl, weil jeder anders strickt und jetzt stricken wir 10 cm in zwei rechts, zwei links. Und dann sieht man auch hier, wie ich dann rechts, links die Maschen gefangen habe. Und das ist wie so ein kleiner Perlrand. Und das ist viel fester und hält. So, jetzt haben wir die 10 cm gestrickt. Und jetzt machen wir einen Streifen rein. Und zwar auf, wir sind vorne. Jetzt stricken wir auf der Vorderseite rechts, auf der Hinterseite links. Und das machen wir dann 6 Reihen lang. Also vorne rechts, hinten links, 6 Reihen lang. Und dann gibt es schön Streifen weiß in weiß oder in der Farbe, die du hast. Und ganz wichtig, wie der letzte Masche, nicht stricken, nur abheben. So, und jetzt stricken wir weiter in dem ersten Muster. Wir fangen an mit zwei links,
zwei rechts und auf der Rückseite, wie gesagt, sind die rechten linke und die linke rechte. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr genau in dem, also am Kopf messt, auf der Hälfte seid vom Stirnband, von der Länge her gesehen. Also irgendeiner muss im Nacken festhalten oder du kriegst das auch hin und spannst es und es muss genau in der Hälfte von der Stirn sein. Und so lang stricken wir jetzt erstmal. So, wir haben wieder einen kleinen Gast. Unser Simba ist da, der muss immer dabei zugucken. So, wir haben jetzt genau auf die Hälfte gestrickt von der Länge unseres Stirnbands und jetzt nehmen wir die Hilfsnadel, die wir schon mal hatten, und heben die Hälfte der Maschen ab. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und das können wir so mal einstecken. Hier unten ist das Gestrickte, dann rutschen die uns auch nicht weg. Dann stricken wir im Muster weiter. Richtig festziehen. Dann links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Auch die letzte jetzt mitstricken, weil wir jetzt die abgehobenen dazu nehmen. So, nicht verdrehen. Und stricken die dazu, auch im Muster. Wir hatten zwei links, jetzt haben wir zwei rechts. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts und die letzte abgehoben. So, und jetzt haben wir es verkreuzt. Und jetzt stricken wir im Muster wieder zwei rechts, zwei links. Genauso weit wie vorhin. Die Länge bis zu dem glatt rechts, wo wir die sechs Reihen hatten, mit hinten links, vorne rechts und dann wieder zwei rechts, zwei links auf die komplette Länge vom Stirnband. Und dann zeige ich, wie es abgekettet wird und wie es zusammengenäht wird. So, nun wird abgekettet. Wir bleiben im Muster. Wir stricken die erste, die zweite und ziehen locker die hintere über die vordere. Geht auch prima mit einer Häkelnadel, kannst du auch mal. So, immer die hintere über die vordere gezogen, ganz locker, damit das wirklich nicht dann einschneidet, enger wird als das andere gestrickte. Das machen wir jetzt mit allen Maschen und dann schneidet bitte den Faden richtig großzügig ab, aber das zeige ich auch nochmal, weil wir mit diesem Faden dann das Stirnband zusammennähen. So, und jetzt wirklich großzügig abgeschnitten. Richtig schön langen Faden. Und dann wird der einfach durch die letzte Masche, durch die letzte Öse gezogen, festgezogen. So, wir nähen innen zusammen. Das ist aber eher ein Zusammenziehen, damit es keine feste Naht wird, damit es nicht drückt. Gerade bei Kindern, die mögen das gar nicht, wenn es drückt. So, als Hilfsmittel. Die Fäden vom Faden, vom Maschenfang sind ja noch da. Und dann kann man sich ein bisschen so die jeweils die Ecken schon miteinander verschlingen. Oder halt mit einer Stecknadel mal zusammenstecken. So, ich zeige es. Also, wir haben den langen Faden jetzt da aufgefädelt. Dann gehen wir von unten nach oben in die erste Masche so hinein und ziehen es uns fest. Dann gehen wir von oben nach unten und ziehen es wieder locker fest. Dann gehen wir von unten nach oben und ziehen es wieder locker fest. Und dann wieder ein Stückchen nach vorne und nach unten. Hoch,
runter, so locker zusammengezogen. Ich ziehe es mal noch ein bisschen auseinander, dass man sieht, das sieht dann aus wie Maschen. So, und gar nicht so fest ziehen, sondern wirklich nur miteinander verschlingen. Dann tut das auch nicht weh und gibt keine feste Naht, sondern so einen schönen Übergang. Und das wir links, sind jetzt links und dann wird das so eine schöne Naht, die nicht weh tut. So, und dann schließen wir es, vernähen es und dann ist er auch schon fertig. Das Stirnband.